So, von meiner Seite auch einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Die Karten für September. Ich habe gedacht, vorweg, bevor ich überhaupt hier online gehe, ziehe ich eine Karte, die als Grundlage für die ganze Legung dastehen soll und aufgekommen ist. Der Sieben der Pentakel, und das ist die Ernte. Das ist die Bestandsaufnahme. Schau, was ich schon alles erarbeitet habe, bekommen habe, welche Samen ich alle gepflanzt habe, und da ist so viel schon gekommen. Sieben von den 10 möglichen Pentakeln habe ich schon. Die Ernte. Und jetzt werde ich den Laptop hier so hinstellen, damit ihr das alles sehen könnt. Und wer besser sehen will, soll einfach dieses Kachel von mir pinnen. Dann seht ihr mich ganz groß oder die Karten. Mich seht ihr nicht mehr. Ein letztes Mal, weil ich habe schon seit 20 Minuten gemischt. Einmal abheben. Und ab jetzt mische ich nicht mehr und suche nicht mehr. Die Karten werden uns ja die perfekten Botschaften geben. Ich habe geerntet. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich von der Ernte alles mitnehme, was gut war, und drehe mich ein bisschen zum Horizont hin. Was gibt es noch? Was habe ich für Pläne? Mit der reichen Ernte von September. Wie war diese Ernte? Was habe ich geerntet? Manchmal erntet man Dinge, die im ersten Moment etwas anstrengend zu sein scheinen. Man erntet vielleicht Kritik oder man erntet, also man sagt es manchmal in Bayern in der Familie, ich habe mir einen Watschen eingeholt. Also man hat mich sogar im Gesicht ein bisschen geschlagen. Aber auch von diesen Dingen können wir nicht nur lernen, sondern sie werden zu unseren Reichtümern. Vor allem bei Coaches, bei Menschen, die mit und an anderen Menschen arbeiten, sind oft die Blessuren und die inneren Narben und die unschönen Dinge wirklich das, was uns die Fähigkeit gibt, anderen Menschen zu verstehen. Empathie zu bilden. Und jetzt habe ich im September so viel geerntet. Was habe ich alles geerntet? Und was möchte ich jetzt in meine Zukunftsplanung mitnehmen? Noch habe ich keine konkrete Idee oder es konkretisiert sich gerade. Jetzt schauen wir, wie die nächste Karte ist, weil die alleine, die sagt uns nicht so viel. Ah. Das Spielerische im Leben. Habe ich im September das Spielerische richtig ausgekostet? Habe ich es erkannt als wertvoll? Auf der einen Seite die Ernte, die ich habe, die guten und die weniger hübschen Sachen. Und habe ich mich daran erinnert, dass das Spielerische im Leben auch mir wahnsinnig viel Leichtigkeit bringt, konnte ich mich spielerisch mit den Dingen auseinandersetzen. Das Spielerische hier, hübsche Kleidung, also auch dieser Ritter, der hat ein sehr verspieltes Kleid an, Kostüm an. In seiner Kappe hat er, in seinem Helm, hat er einen riesen Feder, und diese Feder stehen immer für die Anbindung ans Universum, für das Spirituelle, für das Hellsichtige, für die Intuition und für die Offenheit für all das, was das Universum, der Himmel uns anzubieten hat. Hier, wie bei der ersten Karte, geht es um die Stäbe. Und die Stäbe stehen ganz grundsätzlich für Kreativität, Ideenreichtum, Spiritualität, all diese Anbindung, auch für Information. Bist du jemand, der
oder die gerne Informationen sammelt und gut damit umgehen kann, sogar spielerisch damit umgehen kann. Hier ist auch der Stab. Die Stäbe sind auch Feuerenergie. Hast du die innere Energie, die du in dir hast, spielerisch einsetzen können, so dass du jetzt mit Zuversicht in eine Zukunft schauen kannst, wo du all deine Ernte mit der Energie des Feuers umsetzen kannst. Eine kleine Warnung ist schon zu stark gesagt, aber irgendwo, wo man ein bisschen aufpassen kann, dieser Ritter hat sein Pferd zum Springen gebracht und so, aber damit hat er sich selbst auch an eine bestimmte Grenze gebracht, wo er aufpassen muss, dass er nicht abgeworfen wird. Also das Spielerische absolut jederzeit und immer, aber immer auch in Beherrschung. Immer schauen, dass du die Hand an dem hast, was deins ist. Hast du im September deine Ernte richtig für dich genommen? Hast du es richtig für dich umgesetzt? Hast du damit gespielt? Hast du überhaupt den Wert anerkannt? Hast du gesehen, was das für ein wertvolles Pferd ist? Was das für eine wertvolle Rüstung ist? Dieses Riesenfeder, das ist nicht nur so eine kleine Vogelfeder, das ist eine riesentolle Feder. Hast du wirklich geschätzt deine intuitiven Fähigkeiten? Hast du auf die innere Stimme auch gehört? Weil, wie gesagt, die Stäbe stehen für Spiritualität auch. Und bei der Spiritualität meinen wir immer das, was wir von unserer Seele, von unserem Spirit bekommen, entweder aus dem Universum oder aus dem Bauch heraus. Das ist das Gleiche. Egal, wo du es herbekommst, diese kleine Stimme, die manchmal sehr leise ist, die wir nicht immer sofort hören, sie ist da und sie zeigt uns den Weg. Hast du mit deiner inneren Stimme und Intuition ausreichend gefeiert? Hier hast du mit Sicherheit angefangen zu planen. Man kann nicht planen ohne zu ernten. Hast du vielleicht das Pferd mal von hinten aufgezäumt? Ich weiß es nicht. Aber meistens geht es hier darum, einfach die Reichtümer der Ernte, diese reichliche Ernte, alles, was ich bekommen habe im September. Und hier ist die Einladung. Ja, manche sagen, oh Gott, der stirbt. Nein, der stirbt gar nicht. Was der macht, ist, er nimmt sich ein klein bisschen zurück. Er macht auch Pause, weil diese Feuerenergie, sie ist unglaublich aufbrausend. Und wenn wir uns nur in der Feuerenergie aufhalten, da sind wir irgendwann einmal erschöpft. Und um vorwärts zu gehen mit Klarheit, die Schwerter, die stehen immer für Klarheit. Und es sind hier 4 Schwerter. Die 4 ist eine Strukturzahl. Ich ziehe mich langsam ein bisschen zurück, um aus all dem, was ich geerntet habe und all diesem wilden Feuer und diese tollen, tollen Erlebnissen, oder diese Erlebnisse, die vielleicht nicht toll, aber auf jeden Fall wild waren, das ein bisschen in die Struktur zu klopfen, ein bisschen zu sinnieren, was habe ich alles gesammelt. Nicht nur damit spielen, sondern strukturieren. Hier sind die schönen Sachen, hier sind die weniger schönen Sachen. Hier sind die Menschen, mit denen ich viel, viel, viel Spaß hatte und gefeiert habe. Und hier sind die Menschen, ich weiß nicht, das war ja nicht so schön, aber ich habe mit Sicherheit da was gelernt. Und diese Karte zeigt natürlich hinten auch das, was die Seele sich sucht. Wieder den Anschluss zu dem bunten, zu der bunten Seite des Lebens. Und um das zu erreichen, ist vorerst eine ganz kleinen Rückzug, kleine Pause, kleine Sinnierungspause einfach notwendig, weil mit dieser wilden, ungestümen Energie nach vorne zu gehen, das Pferd wirft einen zu leicht ab. Also klein bisschen sinnieren mit der ganzen Ernte.
Und jetzt schauen wir, ob das jetzt der Abschluss ist. Oh ja, als hätte ich es gewusst. Die Mäßigkeit. Die Mäßigkeit ist in der deutschen Sprache, es hat so eine kleine Nebenfärbung von nimm dir nicht zu viel vor, bleib immer mäßig. In der ursprünglichen englischen Wort, es bedeutet nur die Ausgewogenheit. Und wie ihr seht, ist erstens einmal hier ein Engel mit ganz riesen Flügel, mit Heiligenschein, mit Wasser, die von einem Kelch zum anderen gekippt wird. Und dieser Engel hat einen Fuß im Wasser und einen Fuß auf dem trockenen Land. Ein Fuß in die Tiefen der Emotionen, in der seelischen Tiefen, wo alles bekannt ist, alles, was ich geerntet habe über die Generationen, was mein Clan mir mitgegeben hat, meine Eltern, meine leiblichen Eltern, wenn ich irgendwo anders aufgewachsen bin. All das, was ich genetisch und im Systemischen geerntet habe, auf der emotionalen Ebene, da ist dieser Engel voll damit in Kontakt. Und gleichzeitig hat dieser Engel einen Fuß auf trockenem Boden. Es kann das Gleichgewicht halten, es kann die Ausgewogenheit halten. Es kann mit diesem Wasser von einem Glas, einem Kelch zum anderen gießen, ohne was zu verschütten, und kann dann zurückgießen, ohne was zu verschütten. Der Engel kann mit diesen Energien, mit diesen emotionalen Energien ganz, ganz gut umgehen. Und so ist die Ernte von September vielleicht so zu sehen, dass ich habe, was zu feiern, was Spielerisches, worüber ich mich richtig freuen kann, und gleichzeitig die Einladung zu sagen, ja, aber nicht alles über Bord kippen, nicht zu schnell, nicht alles fallen lassen vor lauter Begeisterung, sondern sinniere, damit du zwischen diesen zwei Karten das Gleichgewicht halten kannst. Und hier ist der Engel, der sagt, ja, es geht um Gleichgewicht. Es geht um deine Gewinne, deine Ernte, wie du mit deiner Ernte umgehst und zusammelst, strukturierst, um vorwärts zu gehen. Und die Ausgangsenergie ist einfach Feuer. Du weißt, dass du Pläne hast. Und um diese Pläne umzusetzen oder möglicherweise überhaupt erst zu formulieren und richtig zu strukturieren, kommst du mit Feuerenergie, mit drei Stäben. Der Mensch denkt immer in Dreiern, in gestern, heute und morgen. Auch im Religiösen heißt es Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Mensch hat diese Tendenz, in Dreiergruppen zu denken und zu fühlen. Hier sind die drei Stäbe, die du brauchst, um kreativ mit Feuerenergie alles zu bewältigen und alles zu planen. Dafür hast du die Ernte. Und hier ist der Engel, der sagt, nimm das alles zusammen. Ich bin bei dir. Trau dich, deinen Fuß in das tiefe Wasser der Intuition zu tauchen. Trau dich, den einen Fuß auf trockenem Boden zu haben. Schau, dass du den trockenen Boden nicht verlierst. Das ist ganz wichtig. Und mit den Flügeln von dem Engel bist du immer geschützt und kannst zuversichtlich dich nach vorne bewegen in das, was Oktober für dich bereithält. Und damit übergebe ich an dich, liebe Anne, und frage, ob jemand Lust hat, einfach in den Chat zu schreiben, was war deine Ernte aus September, dass du jetzt bei Anne nach vorne in den Oktober trägst. Dankeschön, liebe Naomi, diese
wundervolle Kartenlegung. Und wie viele von euch haben sich auch da wiedererkannt in der September-Ernte, in den Karten, in der Feuerenergie und in der Mäßigkeit mit der Emotion, der Intuition, sich auseinanderzusetzen, über die Ernte zu sinnieren. Sinnieren ist ein schönes Wort. Schreibt mal in den Chat, wie ihr euch jetzt fühlt, was diese kleine Bestandsaufnahme gemacht hat, sodass ihr das auch alles vom September loslassen könnt. Den September energetisch schon jetzt langsam loslassen, dass ihr jetzt die nächsten Tage, es sind ja noch genau 5 Tage, Zeit habt für das Sinnieren, die Mäßigkeit, damit es ein goldener Oktober wird. Wie viele von euch wünschen sich einen goldenen Oktober? Die schreiben mal goldener Oktober in den Chat, denn auch das ist eine Entscheidung. Bestelle dir den goldenen Oktober. Sehr schön. Ich werde wieder eine Aufzeichnung auch für den Podcast machen, sodass ihr auch dies immer wieder nachhören könnt. Und ich sehe, alle wollen einen goldenen Oktober. Jana fühlt sich sogar geerdet und sicherer. Schau, liebe Naomi, wie wichtig das Loslassen ist. Wie wichtig es ist, es bildhaft in Karten darzustellen. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an dieser Stelle für deine wertvolle Zeit, dass du das jetzt schon fast 2 Jahre hier machst für diese wundervolle Community der Coaches, dass sie sich ausrichten können und dass sie sich stark fühlen und helfen können. Sehr schön, hast die Karten schon auch in die WhatsApp-Gruppe gestellt. Von der Monatsausrichtung, ihr findet diese Gruppe im Newsletter von heute. Und ich stelle euch auch nachher einen Link in den Chat, wo ihr auch Zugang zu der Gruppe habt, wenn ihr euch den Link dann am PC anschaut. Und damit starten wir dann gleich mit dieser Meditation, mit dieser Reise in den goldenen Oktober. Du bist eingeladen, dich dazu auch gemütlich hinzusetzen, am besten aufrecht. Und in dieser Episode manifestieren wir den goldenen Oktober. Es geht darum, den alten Monat wieder loszulassen, die alten Energien liebevoll abzugeben. Und dazu bist du eingeladen, dich als Körper einmal wahrzunehmen. Denn wenn du mit deinem Körper und deinem Geist umgehen kannst, kannst du das Menschsein gerade jetzt im Oktober noch viel mehr nutzen und anwenden und wirklich die Erfahrung des goldenen Oktobers machen. Denn als Mensch bist du wie eine Antenne. Und deswegen lade ich dich jetzt ein, all die Energien, die vielleicht gar nicht zu dir gehören oder die noch aus dem alten Monat an dir haften, einfach mal über die Beine und Füße abfließen zu lassen an Mutter Erde. Denn die Erde ist deine Versorgerin, dein Versorger. Du bestehst nur aus diesen Elementen, aus der Erde und dazu aus ganz viel Wasser. Deswegen
Kannst du all diese Energien ableiten? Stell dir einfach vor, wie all das abfließt. Das Nichtdienliche, alle Zweifel, Ängste, Sorgen, alle Gedanken, was noch getan werden muss oder was hätte ich im September anders tun können. Erlaube dir, dass langsam Frieden, Harmonie und Freude sich in dir ausbreiten kann. Je mehr du also abfließen lässt von all diesen Zweifeln, Sorgen, umso mehr kannst du Freude und Frieden wahrnehmen. Denn das ist deine Grundbasis-Einstellung, dein Grundgefühl. Das ist in dir. Du kannst es wahrnehmen, je mehr du abfließen lässt, je ruhiger und harmonischer es in deinem Körper wird. Und wenn du magst, kannst du dazu auch beim Einatmen dir vorstellen, wie du Fülle, Frieden, Freude einatmest oder auch andere Dinge, wo du glaubst, dass du sie noch brauchst. Vielleicht Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen oder mehr Liebe im Umgang mit dir selber oder anderen Menschen oder mehr Lebensfreude. Atme all die Dinge ein, vielleicht auch Ausgeglichenheit oder Entspanntheit. Wenn du nach Lösungen suchst, atme ein, dass die Lösung dich schneller findet. Und atme all das aus, was deinen Zielen, deinem Wohlbefinden nicht dienlich ist. Sehr, sehr gut. Und so wie du das für dich machst, machst du das genau richtig. Machen wir uns einmal bewusst, dass die Zukunft nur die Verlängerung des jetzigen Momentes ist. Mach dir also das Geschenk, egal was dein Verstand sagt, dem geht es meistens nicht schnell genug, dass du jetzt wirklich ganz bei dir ankommst. Du musst nichts denken, nichts tun. Du darfst wirklich einmal tief in deine innere Führung eintauchen, in deine innere Weisheit, in dein inneres Zellbewusstsein, dein inneres Herz, deine innere Intelligenz. Mach dir das Geschenk und erlaub dir, nichts zu erdenken, zu zerdenken oder erdenken zu wollen, einfach loszulassen. Lass einfach alles los. Genieße deine bisherigen Erfolge. Vertraue dir, dass alles ein Erfolg ist. Denn alles erfolgte ja aufgrund deiner Tätigkeiten, Ideen aus den ganzen Monaten davor. Du bist also bereits erfolgreich. Und je mehr du das im Innen fühlst, je erfüllter du dich jetzt im Innen fühlen kannst, beobachte einfach, wie sich das anfühlt, ohne dich zu bewerten. Fühle mal diese Fülle, diesen Reichtum in dir. Und atme nochmal richtig tief ein. Spür richtig, wie du beim Einatmen den Bauch voll pumpst, wie eine, wirklich wie ein Ballon, wie eine Pumpe. Und so aktivierst du dein ganzes Körpergefühl.
Und spür, wie der Bauch dich atmet, wie es dich atmet, wie du diese ganzen Informationen aus der Luft in deinen Körper aufnimmst. Und alles sortiert sich in dir. All die Erfolge sortieren sich in dir, nicht im Kopf, nicht im Gehirn, nicht im Verstand, sondern in dir. Du brauchst dafür nichts denken. Setz einfach nur die Absicht. Alles sortiert sich in mir. Alles, was in mir ist, alles, was über die Atmung, über die Luft zu mir strömt, was ich empfange als Antenne, sortiert sich in mir. Und so wie die Karte der Mäßigkeit, ist auch dein Körper immer ausgeglichener, immer ausgewogener, von links nach rechts, von rechts nach links, fließen die Säfte, das Blut, alles fließt in dir. Alles sortiert sich. Und je mehr du nun atmest, umso mehr Sauerstoff können dich versorgen. Dich als das Wichtigste, deinen Körper, all die Zellen, die sich so sehr nach Ruhe und Sauerstoff sehnen. Atme also ganz bewusst tief in den Bauch und stell dir vor, wie all deine Zellen versorgt werden. Nur weil du dir jetzt die Zeit nimmst und nicht so viel denkst. Und wenn du es noch intensiver spüren möchtest, dann lade ich dich ein, richtig dich einzuatmen und den Atem zu halten. Machen wir das einmal gemeinsam, wer möchte. Wir atmen gleich ein. Du atmest jetzt ein und hältst und hältst und hältst den Atem, bis du fast nicht mehr kannst. Atmest jetzt langsam wieder aus, lässt alles los. Dann atmest du wieder ein und ziehst ganz viel von dem an, was du dir wünschst. Vielleicht Magnetismus, Anziehungskraft und hältst, atmest wieder aus, entspannst und lässt all das los, was auch in deinem Körper noch ist, was da nicht sein muss. Atmest wieder ein, hältst und hältst, ziehst all das an und hältst all das in dir, was du dir wünschst. Atmest wieder aus, lässt all das los, was du nicht mehr brauchst. Wenn du magst, kannst du das noch 2-3 Mal für dich in deinem Tempo weitermachen. Dann atmest du wieder normal, ruhig in deinen Körper hinein. Mach dir dieses Geschenk, solch eine Übung täglich zu machen, täglich all das einzuatmen, was du dir wünschst, all das auszuatmen, was du nicht mehr brauchst. Denn dein Körper ist wie eine Antenne, der zieht alles an, was du brauchst und was du nicht brauchst. Und so kannst du selber die Verantwortung übernehmen und das steuern, dass du immer leichter wirst, immer harmonischer, immer ruhiger und damit mit all diesen Erfolgen, die du schon hast, dir ein System erschaffen. Ein System, was einfacher und leichter funktioniert. Vielleicht mit anderen Menschen zusammen oder alleine. Ein System, vielleicht mit Unterstützung von Online-Tools oder mit anderen Menschen oder von alleine. Einfach für dich ein hilfreiches System,
mit dem du nicht mehr so viel selber tun musst, dem du vielleicht nach dem Pareto-Prinzip spürst, welche 20% die ich bisher gemacht habe, haben denn 80% Erfolg hervorgebracht? Oder welche Dinge, die ich bisher unternommen habe, haben sich entwickelt? Und so baust du dein eigenes System und machst nur noch die Dinge ab sofort in deiner inneren Ruhe, deinem inneren Frieden, wo du genau gesehen hast, diese Dinge werden immer besser und besser. Das sind im Normalfall immer nur 20% von dem, was du tust. Du musst dich damit nur heute auseinandersetzen, reinspüren, welche 20% sind das? Und die wirst du ab sofort nur noch tun. Damit befreist du dich von 80% alter Tätigkeiten, wo du nur im Tun warst, die aber nichts gebracht haben. Nichts. Von diesen Dingen kannst du dich nun befreien. Du musst es auch noch nicht wissen. Erlaube dir, dass auch deine Körperintelligenz, deine Herzintelligenz das für dich übernimmt, dass du es irgendwann wie eine Blitzidee oder als ein Gefühl wahrnehmen kannst. Wow, das ist es. Das ist es. Das macht mir Freude. Das macht mir Spaß. Ich mache nur noch das. Da kommen die Menschen. Da werden sie wach. Da melden sie sich an. Nur noch über diese Sache erreiche ich die Menschen. Und so folgst du ab heute nur noch deiner Freude, in dem Gefühl, wo auch du am meisten in der Freude bist, wo du am meisten in der höheren Energie bist, am meisten wirken kannst. Und so kommst du im Oktober immer mehr raus aus dem Werken, aus dem Tun, aus dem alten Handeln, aus den alten Mustern, aus alten Konditionierungen. Du kommst immer mehr vom Werken ins Wirken. Du wirkst immer mehr. Du bewirkst immer mehr. Du musst nicht mehr so viel handeln und tun und werken und Energie durch Körperarbeit opfern, sondern du bleibst bei dir und wirkst auf deine authentische, liebevolle Art und Weise. Das kann ruhig sein, es kann schnell sein, langsam, laut, so wie du eben bist. Denn aus all deinen bisherigen Erfahrungen, so wie du die Welt wahrnimmst, so gibt es dich nur einmal auf dieser Welt. Du hast eine einzigartige Wahrnehmung auf diese Welt, aus all deinen Erfahrungen. Und du wurdest noch nicht so sehr durch Computer, Medien, Social Media schon in der Kindheit geprägt. Du hast in deiner Kindheit die Welt noch vollkommen rein erlebt. Und mit all diesen Erfahrungen bist du wertvoll für all die Menschen, die vielleicht schon relativ früh mit anderen Dingen zusammengekommen sind und gar nicht mehr so viel die Welt selber erfahren haben. Und durch deine Wahrnehmung der Welt und so wie du dich dann mitteilst, wie du sprichst, wie du wirkst, wirkst du sehr interessant für andere Menschen, die die Welt anders wahrgenommen haben. Mach dir also bewusst, dass du alleine durch all deine Erfahrung, allein dadurch, dass du noch lebst, dass du all das überlebt hast,
dieses Alleinsein, diesen Schmerz, diese Gefühle, die du eben gefühlt hast, die aber jetzt nicht mehr da sind, weil du jetzt voller Lebensfreude, Harmonie, Frieden, Hoffnung und Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und diesem Selbstwert, was du in dir trägst, jetzt nach außen gehst, wirst du so viele Menschen berühren und so viel bewirken, indem du in dieser Ruhe bist, wie du sie jetzt wahrnehmen kannst. Und aus dieser Ruhe bist du in deiner Mäßigkeit, kannst immer abwägen, was brauche ich, welche Energie braucht es jetzt, welche Worte. Und so machst du lauter Wortgeschenke an die Menschen in deinem Umfeld, an die Menschen in deinen Trainings oder in deinen Webinaren. Und so werden die Menschen sich auch bei dir immer wohler und wohler fühlen, immer besser und besser und werden sich dir anschließen, werden deine Trainings buchen, werden deine helfende Hand annehmen. Und all dies passiert ohne Druck, einfach so, weil du da bist, weil du dich zeigst, weil du vielleicht auf Social Media bist oder regelmäßig irgendwo hingehst, wo deine Zielgruppe ist. Die Menschen dich wahrnehmen mit deiner einzigartigen Wirkung. Vielleicht glaubt dein Verstand, du bist zu ruhig oder zu leise oder niemand nimmt dich wahr. Erlaube dir, darauf nicht mehr zu hören und einfach zu sein und stolz zu sein, dass du so bist, wie du bist, dass du da bist, dass du rausgehst, dass du andere mitnimmst, dass du überlebt hast, dass du hier bist, dass du hier über deine Themen sprichst und andere Menschen berührst und mitnimmst. Und das alleine reicht für deinen goldenen Oktober. Diese Klarheit, diese Ruhe, dieses Selbstvertrauen, dieses Urgefühl von ich bin. Ich bin. Wenn du magst, kannst du noch Wörter anfügen, wie ich bin klar. Ich bin Liebe. Ich bin erfüllt. Ich bin frei. Ich bin Erfolg. Ich bin der goldene Oktober. Ich bin mein goldener Oktober. Oder andere schöne Worte. Ich bin ist die Superpower für deinen goldenen Oktober. Dass du immer wieder in diese Klarheit kommst, wer ich bin. Ich bin. Es genügt, einfach zu sein. Ich bin. Nicht mehr zu wollen, nicht anders sein zu wollen, dir nicht mehr vom Verstand einreden zu lassen, dass du nicht genug bist. Du bist das Beste. Und das Beste ist für dich gerade gut genug. Erlaube dir immer das Beste, dir zu geben, zu gönnen. Erlaube dir auch heute noch etwas Wundervolles. Einfach das Beste, weil du mehr als das Beste verdient hast. Du bist das Beste. Das Beste, was du dir selber geben kannst. Und damit bist du auch im besten Wirken und das Beste für die Menschen in deinem Umfeld. Und ich danke dir, dass du dir diese Zeit genommen hast,
für diese Innenarbeit, dass du es dir wert bist, in diese Ruhe zu gehen, dran bleibst, in dieser Monatsausrichtung immer wieder dabei bist und spürst, wie es Monat für Monat immer besser wird, wie dein Leben immer besser und besser wird. Wenn es dir gefallen hat, lade ich dich ein, zur nächsten Monatsausrichtung wieder dabei zu sein. Bekommst wieder über den Newsletter, über die Challenge, die E-Mail mit den Einladungen. Melde dich dazu gerne an über den Link in den Shownotes zur aktuellen Challenge. Verbinde dich mit mir auf meinem Instagram-Profil Anne-Christine Holm. Und du findest mich auch auf einem Telegram-Kanal Erfolgstypen oder in der Facebook-Gruppe Erfolgstypen. Ich danke dir für deine Zeit. Kommst du langsam in deinem Tempo wieder zurück. Nimm dir all die Zeit, die du dafür brauchst. Und hab das schönste Lächeln, was du dir selber schenken kannst, auf deinem schönen Gesicht. Danke, danke, danke. Und ich danke euch, ihr Lieben, dass wir immer noch hier 61 sind. Das sind 61 Menschen, die heute losgelassen haben, die jetzt eine ganz andere Energie haben. Und das ist so mega wertvoll. Dafür danke ich euch, dass ihr uns immer wieder folgt und vertraut. Danke auch allen, die hier in den Chat schreiben. Schreibt gerne rein, wie ihr euch fühlt. Und ich danke euch auch heute natürlich wieder für eine Bewertung, denn das, was ihr hier reinschreibt, das ist nachher leider, leider weg. Deswegen lade ich euch ein, ich poste euch einen Link, da findet ihr auch immer alle Termine für wahrscheinlich die nächste Monatsausrichtung. Die habe ich dort schon mal angegeben, obwohl wir noch gar nicht drüber gesprochen hatten. Liebe Naomi, wie sieht es denn am 30. Oktober aus? Genau, habe ich auch gerade aufgeschlagen und wollte sagen, aus meiner Sicht wäre es der 30. Genau, und dann hatte ich mir noch den 4. Oktober überlegt. Wäre das auch okay? Das stimmt jetzt nicht. Den 4. Dezember. Der Freitag? Nee, 4. Dezember ist Sonntag. Wollen wir November machen? Dann müssten wir es am 27. machen. Da bin ich eben bei diesem Trainer-Workshop. Okay, Moment mal. Dann, okay, du bist im Dezember für November. Ja, das müsste gehen. Okay. Dann 4. Genau. Der 30. 30. Oktober und 4. November. 4. Dezember. Genau. Genau, die Termine sind einfach ohne Gewähr, die können sich ändern. Deswegen ist es gut, wenn ihr die E-Mails von mir bekommt, wenn ihr euch da anmeldet. Ich poste euch jetzt hier einen Link rein und da findet ihr immer die aktuellen Termine. Wenn ihr das am PC öffnet, findet ihr auch alle WhatsApp-Gruppen und sogar diesen Check vom Universum. Da könnt ihr eure Oktober Umsatzziel hineinschreiben für das Projekt, was du machst oder wofür du dieses Geld benötigst. Und dann danke ich euch, wenn ihr auf Trustpilot oder ProvenExpert eine Bewertung gebt für diese Monatsausrichtung. Das findet ihr alles über diesen Link, über diesen. Und jetzt ist er schon wieder weg, weil ihr hier so fleißig schreibt. Schreibt es in die Bewertung, ihr Lieben. Das, was ihr jetzt hier schreibt, ist nachher alles weg. Naomi und ich, wir schauen uns die Bewertungen an und freuen uns, wenn ihr sie dort festhalten könnt. Und
als Überschrift bei Trustpilot nehmen, Monatsausrichtung. Denn dann können wir davon auch einen Screenshot machen und euch mit unterstützen, in die Sichtbarkeit bringen, das auf Facebook posten, auf Stories posten. Vielleicht habt ihr in den letzten Tagen gesehen, dass ich viel Trustpilot-Bewertung wirklich sichtbar mache. Also ich sehe, ich muss zu dir kommen für einen Social-Media-Kurs, weil du bist echt topfit da. Ich weiß nicht, wie ihr alle, ob ihr alle... Ja, das habe ich auch nur... Anne, das ist ja der Hammer. ...gelernt. Also Proven-Expert hatte ich beim Hermann Scherer gelernt. Oder einfach nur gesagt bekommen und mich einfach angemeldet. Das geht alles relativ einfach. Und Trustpilot jetzt durch Damian. Super. Und die könnt ihr euch auch anmelden. Das ist erstmal kostenfrei. Dann habt ihr auch Bewertungen, die ihr nach außen zeigen könnt. Ja, denn alles, was im Zoom steht, ist verschwindet leider wieder. Ja. Genau. Und dann schreibt gerne in den Chat Sachen rein, die ihr nicht in die Bewertung schreiben wollt, wie zum Beispiel, was ihr heute noch Schönes macht, dass ihr heute diese Innenarbeit, die ihr jetzt erlebt habt, schön ausklingen lassen könnt. So wie ich zum Beispiel, ich gehe heute noch in die Therme Erding, freue mich, weil ich weiß, Patricia kommt nachher, die ist auch jetzt hier dabei, und Melania kommen. So gegen 14:30 ungefähr werde ich da sein. Da treffen wir uns im Stonehenge und lassen das alles richtig abfließen und auch nochmal aus den Körperzellen durch die Hitze und die Kälte richtig transformieren. Und dazu lade ich euch auch ein, alle, die in der Nähe sind. Astrid kommt auch. Ja, wir haben gestern noch über dich gesprochen, Astrid, dass du vielleicht auch kommst. Wie schön. Und da sind wir nochmal ganz besonders verbunden. Da könnt ihr alle dazukommen, auch am 30. Oktober, wenn wir uns das nächste Mal treffen. Ich werde nach der Monatsausrichtung, so gut es geht, immer in die Therme gehen, weil das einfach nochmal hilft, das aus dem Körper, aus den Zellen abfließen zu lassen. Genau, Martina, du bist ja auch krank. Dir wünsche ich erstmal gute Besserung, dass der Rest des Tages deinen Kindern gehört. Sehr schön. Und wer von euch seine Umsatzziele auch auf dem Check hat und die wirklich erreichen will mit dieser Leichtigkeit und mit einem System, was dich nach vorne bringt, was nur diese 20% beinhaltet, mit denen du 80% erfolgreich wirst, den lade ich wieder ein zum Workshop Jahresplanung, wo wir am 15. Oktober, das ist ein Sonntag, von 10 bis 13 Uhr schon den ganzen November und Dezember vorplanen werden. Denn der November und der Dezember hat so viele geniale Termine, die du nutzen kannst, nicht nur Portaltage, sondern auch andere wichtige Termine, die du nutzen kannst, um bis Weihnachten so richtig viele neue Coaches zu gewinnen. Wenn du also da gerne noch mehr Coaches gewinnen willst oder mehr in die Leichtigkeit willst, mehr mit dieser Mäßigkeit dein System kreieren willst, lade ich dich ein für Sonntag, den 15. Oktober, zu diesem Workshop, der jeden Monat stattfindet, weil wir das immer Monat für Monat den Umsatz vorplanen. Deswegen hat dieser Workshop einen Wert von 799 Euro, weil du jeden Monat live dabei sein kannst, immer die Aufzeichnung bekommst und so immer aktuell für den nächsten Monat deine Aktionen planen kannst. Und für wen von euch wäre das wertvoll, wenn ihr bis Weihnachten dieses Jahr schon dieses Umsatzziel, was ihr für euch habt, erreichen würdet? Die schreiben mal ich oder für mich in den Chat. Wenn ihr wirklich ein einfaches System habt, ich nenne das Kundenreise, und wenn ihr die nicht alleine überlegen müsst, sondern wenn da schon so viele geniale Ideen rauskommen, weil alle, die schon länger hier dabei sind, so geniale Ideen haben, dass du auch daran deine Kundenreise
in diesen 2 Stunden entwickeln kannst, die dir Spaß macht, die dir Freude macht, wo du wirklich bis Weihnachten erste Abschlüsse hast und mit einem ganz anderen Gefühl dein Weihnachtsfest feierst. Stell dir mal vor, du hast an Weihnachten vielleicht 5.000 Euro oder 10.000 Euro. Du kannst dann wirklich mit einem inneren Frieden dieses Weihnachten feiern und nicht mit einem erdachten, friedlichen Gefühl von außen durch Musik und Kerzenschein, sondern du bist dann die Kerze. Du scheinst diese innere Ruhe und diesen Frieden aus. Bei Kerze muss ich gerade an Patricia denken, die mir gestern auch so eine schöne Kerze geschenkt hat. Und wer das möchte, ihr Lieben, diesen Workshop, den könnt ihr heute buchen für nicht 700 Euro, nicht 500 Euro, nicht 300 Euro, auch nicht 100 Euro, sondern heute für nur 39 Euro. Und ihr seid Monat für Monat dabei. Ihr habt diese Kundenreise, ihr habt diese innere Sicherheit, Zufriedenheit. Ich stelle euch hier den Link dazu in den Chat. Ihr findet den aber auch unter diesem Terminlink. Und ihr könnt dort einmalig 39 Euro das Ticket buchen, meldet euch dann in der E-Mail-Liste an und dann seid ihr ab heute jeden Monat live dabei. Und ihr kriegt immer die Ideen aus dem Feld, aus diesen vielen Köpfen von großartigen Coaches, die da mitmachen, die euch immer diese Ideen geben, die euch zeigen, was es für Möglichkeiten gibt, Einladungen zu kreieren, die deine Interessenten auch annehmen. Und das ist wirklich ein Geschenk. Für deinen goldenen Oktober, mach dir dieses Geschenk, sei am 15. Oktober dabei. Das ist ein Samstag. Genau, habe ich wahrscheinlich Sonntag aus Versehen gesagt, weil heute Sonntag ist. Also an einem Samstag am 15. Oktober sehen wir uns dann alle um dieses, was wir heute in der Innenwelt angelegt haben, in diese Außenwelt zu transportieren, damit du auch diesen inneren Frieden in dir erleben kannst, aus der Realität in dir. Wer von euch ist denn dabei am 15. Oktober? Er schreibt mal, bin dabei. Angela habe ich gerade gesehen. Schön, dass du dabei bist. Marco, bist du auch dabei? Jackie ist wieder dabei. Inken, sehr schön. Toll, liebe Inken, dass dir es wieder gut geht. Birgit, dann freue ich mich schon riesig. Heike, Astrid, sehr, sehr schön. Jeanette, bist auch dabei. Bettina, bist du auch dabei, meine liebe Bettina? Schön, dass du heute dabei bist. Silvia, cool. Ja, sehr schön, das freut mich. Wunderbare Angebote, die du für deine Leute hast. Also ich hoffe, dass sich ganz, ganz viel anmelden, weil ich weiß, wie wertvoll Annes Arbeit ist. Du kannst so viel davon profitieren. Also ich habe auch davon, nicht von deinen Workshops, aber von dieser Zusammenarbeit mit dir über die 2 Jahre profitiert, weil hin und wieder ein bisschen Feedback oder was gut war oder was ich besser machen kann. Ich bin auch anders geworden über diese 2 Jahre. Ich kann die Arbeit mit Anne nur empfehlen. Wer noch nicht dabei ist, soll sich wirklich überlegen. Es hilft. Dankeschön, liebe Naomi. Was würdest du denn sagen, was hat das mit dir gemacht? Einfach nur, dass wir uns ab und zu mal ausgetauscht haben oder gesehen haben. Ich habe seit 35 Jahren Karten gelegt, aber es nie in die Öffentlichkeit gesagt, weil ich immer das Gefühl hatte, oh, Businessleute finden das so esoterische Zeug. Und ich glaube, es war bei dir das erste Mal, dass ich das gemacht habe, so dass die Leute auch die Karten sehen und die ausgelegt habe und ganz spontan für eine ganze Gruppe
gelegt habe. Für einzelne Personen legen ist viel einfacher, weil für die ganze Gruppe muss ich mit jeder Karte spüren, auch wenn ihr online seid, ich spüre euch als Gruppe. Und da muss ich schauen, was bedeutet diese Karte jetzt für die Gruppe, für uns alle, für euch, für mich. Und den Mut dazu, das zu tun, habe ich, glaube ich, durch dich. Du hast nicht gesagt, das musst du tun, aber ich habe gemerkt, bei dir darf man sich ausprobieren. Und das ist ganz, ganz wertvoll. Ich bin in anderen Gruppen, wo man sich auch ausprobieren kann, wie zum Beispiel bei Toastmasters. Aber hier ist es anders und das ist das, was ich bekommen habe, dieser Mut, wirklich mit diesem esoterischen Zeug ohne Hemmung nach außen zu gehen. Ja, schön, dass du das sagst. Dankeschön. Und die Silke, die ist heute auch dabei, die hat mir das gestern ähnlich geschrieben. Aha. Die hatte nach 4 oder 5 Wochen jetzt im Verkaufstraining schon ihren ersten Abschluss. Und dann habe ich auch gleich gefragt, woran lag's, damit ich das weiß und mein Training noch mehr verbessern kann. Und die sagte auch, ja, durch diese Räume, die wir im Training haben, durch das Sprechen, durch das Ausprobieren, hat sie Selbstbewusstsein bekommen, Vertrauen. Ne, wir müssen die Dinge eben tun, nicht nur wissen. Deswegen gibt es das ganze Wissen in meiner Mediathek. Da kann sich das jeder anschauen, wann er will. Aber wer bei mir ist im Training oder im Coaching, der kommt ins Tun. Der muss sich ausprobieren. Und das freue ich mich immer wieder, wenn ich das höre, ja, wenn das die Bestätigung ist, weil das war auch für mich, wie für dich das Kartenlegen, war das für mich auch so, oh, da kann ich das machen mit den Räumen und dass die einfach nur sprechen, das ist doch viel zu einfach, viel zu billig, zu wenig. Und aber das eben ist es, ne? Das ist es, was dich jetzt da auch wieder aktiviert hat, ne? Du bist so froh, dass du jetzt mit deinen Karten so viel Gutes tun kannst, Menschen erreichst, das einfach so gerne machst, ne? Neben der Bühnentraining, die ich sowieso immer mache. Genau. Also mein Hauptding ist eigentlich Bühnentraining. Genau, aber dass du dir das erlaubt hast, auch, ja, auch dieser mit der, ja, Leidenschaft eben, ja, jetzt offiziell öffentlich zu folgen, ja. Jeder, wer hat das geschrieben? Die Astrid, das kenne ich auch. Ich lege auch Karten in meinem Königinnenprogramm, das ist ja schön. Ja, ja, sich ausprobieren. Ja, danke schön. Martina schreibt es auch, ja, dass das wichtig ist, die Brücke zu bauen. Dankeschön. Ja. Und auch dafür lade ich euch ein, wer im Verkaufstraining ist, schreibt gerne das als Bewertung in diese Bewertungstools, damit es nicht verschwindet, damit es da bleibt. Dann siehst auch du immer eine Verbesserung, eine Veränderung. Die Menschen da draußen sehen, dass es auch anderes gibt, dass Verkaufstrainings nicht nur Abzocke sind oder diese Monatsausrichtung auch nicht nur, wie soll ich sagen, ein Verkaufswebinar ist, ne? Auch wenn wir ab und zu mal was anbieten, aber es geht ja um viel, viel mehr und das könnt ihr fühlen, das fühlt ihr, dass es hier um viel mehr geht, als nur um ein Webinar, dass wir euch am Ende 50% der Zeit nur was aufquatschen wollen. Nee, gar nicht, nee. Aber ich habe gerade ganz spontan beschlossen, dass ich nächsten Monat für diejenigen, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen, weil das wird dann um die Zeit sein, dass ich wieder ein Sonderangebot mit meinem Buch mache. Aber das mache ich erst Ende des Monats. Ja, mit deinem schönen Buch. Genau. Sehr schön. Da hast du ja noch einige wenige, ne? Ja, ein paar habe ich schon. Ja. Schön. Ja. Dann können wir uns ja alle schon freuen, wer das nächste Mal wieder dabei ist. Wir haben gesagt, am 30. Oktober, dass ja Naomi nochmal ihr schönes, grünes, samtenes Buch uns zeigt. Oh, hier schreibt jemand was ganz Tolles.
Das Verkaufstraining ist der Knaller. Wundervoll und das auch noch Lifetime. Danke, liebe Sabrina. Also, das Verkaufstraining, ihr Lieben, ja, das gibt es nur bei mir online. Wer sich dafür interessiert, könnt ihr gern über diesen Terminlink, den ich euch vorhin schon reingestellt habe, hier ist er nochmal, ein kostenfreies Beratungsgespräch mit mir buchen. Dass wir einfach mal telefonieren, ob du schon so weit bist, ob du denn schon verkaufen kannst. Das, nicht jeder ist so weit, noch nicht jeder weiß, was er verkaufen will. Und dann können wir in diesem Gratisgespräch da erstmal schauen, ob du schon alles hast oder in dem Gespräch ein bisschen Klarheit reinbringen, damit du siehst, wie du da hinkommst, dass du bis Weihnachten Kunden hast. Denn wer jetzt im Verkaufstraining ist, der wird ab Mitte Oktober mit die, ich nenne das liebevoll, die Aktion Gefängnisausbruch mitmachen. Das stelle ich euch ab Oktober vor. Denn durch diese Aktion habe ich es letztes Jahr geschafft, bis März 100.000 Euro Cash aufzunehmen, zu generieren. Wer also bei dieser Aktion dabei ist, Naomi hält schon die Karte hoch. Das ist die Karte, die ich für das Training, Krafttraining gezogen habe. Die Frage war, was bekommen deine Teilnehmerinnen? Das ist das, was die bekommen. Kraft, ja. Kraft durch die weibliche, also das Männliche in sich durch die weibliche Kraft nach außen zu bringen. Ja. Zu zähmen und nach außen zu bringen. Normalerweise heißt es, das Männliche bringt die Sachen nach außen. Aber hier in dem Fall ist es andersrum. Das Weibliche zähmt das Männliche, um es Ganze als Kraft an den Tag zu bringen. Das bekommen die Leute bei dir. Wow, mega schön. Da könnte ich fast heulen. Das berührt mich sehr, so schön. Wow, weil genau das ist es, was ich will. Ja, dass wir müssen ja umsetzen, aber eben nicht mit diesem Druck, sondern über unsere, wie wir eben sind. Ja, die weibliche Kraft und diese Intuition, dieses Zulassen dessen, was aus dem Bauch kommt. Weil auch die Menschen haben das im Bauch, aber es geht ums Zulassen. Und das Zulassen ist die weibliche Energie. Ich stelle das auch in die Monatsausrichtung-Gruppe, wenn du möchtest, lieber. Ja, gerne. Dann mache ich das. Schön. Das ist sehr schön. Eine wunderschöne Karte. Ich danke auch allen, die das hier im Chat bestätigen. Martina schreibt auch, mit Herz ist das Training. Und nur noch zum Gefängnisausbruch, ne? Alle, die im Training sind, ihr könnt euch freuen, denn dadurch entsteht viel Kraft und Energie, weil wir gemeinsam ein Ziel haben, weil wir gemeinsam bis Weihnachten die Welt verändern wollen. Und wir fangen eben nicht bei anderen an, sondern bei uns, ne? Jeder bei sich, verändern die Welt und wir haben auch alle gemeinsam ein noch größeres Ziel, nämlich Costa Rica im August 2023. Denn die 10, die es wirklich geschafft haben, die wirklich ihr Lebenstraum erfüllt haben, die 10 nehme ich dann mit nach Costa Rica. Für Fotos, für Videos, für Ausflüge, für Meditation an einem einsamen Strand. Wir verbringen dann 10 wertvolle Tage in diesem Resort, wo ich auch jetzt war, wo die Einheimischen sagen, es liegt ein über 100 Kilometer langer Rosenquarz unter dem Wasser vor der Küste in diesem Gebiet, wo wir sind. Und unter diesem Gebiet liegt ein großer Amethyst. Und dadurch hat diese Region Guanacaste diesen Status der Blue Zone bekommen. Und deswegen spürst du dort diese Energie. Du bist dort viel weicher, viel ruhiger, hast mehr Selbstvertrauen. Es ist einfach ein Gefühl, ihr Lieben. Das kann ich euch nicht beschreiben. Ich habe es gestern beim Abendessen versucht, Patricia zu beschreiben. Und die hatte auch nur gesagt, also alleine wie du jetzt schon strahlst und guckst, da muss ich dabei sein. Das kann man nicht beschreiben.
Und Sabrina fragt wegen dem Verkaufstraining. Ja, das Besondere bei meinem Verkaufstraining ist, dass es kein Ende gibt. Es ist Lifetime. Also wer einmal im Verkaufstraining ist, der bleibt einfach, weil Heilung und diese Herzverbindung und diese Energie, die brauchst du einfach immer. Die kannst du alleine nicht aufbauen und halten. Und deswegen ist dieses Training als Lifetime-Training. Also wer sich dafür interessiert, Sabrina fragt auch, wann ist die beste Zeit zum Starten? Die ist sofort. Ja, sofort, jetzt. Sowas nicht aufschieben, wenn du noch nicht genug Kunden hast. Sicher dir einfach, wenn du dazu Fragen hast, einen Termin. Über diesen Link gibt es einen Button, da kannst du ein kostenfreies Beratungsgespräch bei mir buchen. Lass uns einfach sprechen. Wenn du noch nicht in dieser Energie bist, in dieser Schwingung, in diesem Selbstvertrauen, ich weiß, was du sagen sollst, du kriegst durch dieses Training die Fähigkeiten, das Wissen, die Kenntnisse, du musst nur dabei sein. Und zusätzlich eben auch die Kraft, die Umsetzungskraft, die Willenskraft, die Handlungsstärke. Wir üben das, du kommst ins Sprechen, du musst dich ausprobieren, du hast keine Chance, nur zuzugucken, wie andere Kunden verdienen, wie andere ihr Geld verdienen. Du kommst ins Monetarisieren, nennen das die Fachleute. Du monetarisierst. Ihr müsst aber eben starten. Und es sind ja von euch, Gott sei Dank, ganz, ganz viele schon dabei. Und ich danke jedem Einzelnen, der dabei ist, der mir vertraut hat, der auch von Anfang an dabei ist, wie zum Beispiel Annette, Heike, Astrid. Ja, ihr gehört zu denen, die jetzt schon fast ein Jahr dabei sind. Heidi, Heiko und alle anderen, die dann Schritt für Schritt dazugekommen sind. Ja, wir sind jetzt schon 15 Minuten drüber. Ihr merkt, ich kann gar nicht aufhören zu reden. Ich könnte den ganzen Tag übers Verkaufen reden und über diese schöne Energie und die Ruhe. Das ist eine besonders schöne, ruhige Energie heute insgesamt, findest du nicht? Ja. Bei deiner Meditation, auch die Karten haben gesagt, runter, nicht dieses Ungestüme. Und bei dir genauso, es ist eine sehr gesammelte Energie. Ja. Schön. Genau, diese Energie haben auch alle Teilnehmer immer wieder im Verkaufstraining, weil wir das dort auch immer wieder halten und üben und trainieren, dass wirklich jeder in seiner Mitte ist, in dieser Ruhe ist, in der Klarheit ist. Wer das also mag und noch nicht hat oder kennt, na, sichert euch einfach einen Gesprächstermin mit mir. Ich freue mich auf euch und freue mich auf den 15. Oktober zum Workshop und den 30. Oktober wieder zur Monatsausrichtung für den November. Und wer mag, kann auch am 30. Oktober dann wieder zum Nachmittag mit in die Therme kommen. Wenn ich in Erding lebe. Vielleicht magst du auch mal mitkommen, Naomi. Ich überlege es mir tatsächlich, aber es ist eine ziemliche Weltreise. Ja, das stimmt. Ne? Aber wenn ich näher leben würde, dann wäre ich mit Sicherheit dabei. Ja, also falls du kommst, gib Bescheid, hole ich dich an der S-Bahn ab. Oh, danke. Hast du dir diesen Weg, es war ein super Fußweg, 15 Minuten von der S-Bahn bis zur Therme oder vielleicht sogar 10 Minuten. Mhm. Aber dann gib gerne Bescheid, dann hole ich dich. Schau, Ibrahim würde dich auch fahren, hatte. Ach nee, würde dir gefallen, Lies. Ich habe gerade gelesen, ich würde dich auch fahren. Genau, also ihr Lieben, wir freuen uns, wir danken euch von ganzem Herzen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir diesen Sonntag so einen schönen Einstieg hatten. Ja, Ibrahim würde dich auch fahren. Ich wusste es doch, siehst du. Vielen Dank, Ibrahim. Und vielen Dank an alle. Ihr macht diesen Sonntag immer für mich sehr, sehr, sehr schön.